Romeo! Julia! Romeo! Julia! Romeo! Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei der Rasenschau. Der Winter neigt sich dem Ende zu und der Frühling rückt langsam näher. Da will der Vorgarten natürlich schön rausgeputzt sein. Unser Reporter Lars hat für Sie ein paar nützliche Tipps zusammengestellt. Oh, in den meisten Haushalten wird jetzt wieder der Besen bzw. der Rasenmäher geschwungen. Es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Nach einer Frosti-Umfrage unter Nachbarn sind dies die Top 3 Themen der diesjährigen Vorgartensaison. Trennen Sie sich ruhig mal von Ihrem alten Zeug. Neue Besen bzw. Rasenmäher kehren besser. Dekorieren Sie doch einfach mal ganz nach Ihrem Geschmack um. Kein Kitsch ist zu kitschig. Ah, schnell, mach das aus! Versuche ich ja! Ah. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Hat nichts mit Putzen zu tun, ist aber trotzdem toll. Ich kann nicht fort. Ich weiß, wie du dich fühlst. Nein, im Ernst. Ich stecke fest. Und damit zurück zu Anke und den aktuellen Nachrichten. Vielen Dank, Lars. Und damit kommen wir nun zum Sport, wo heute eine Entscheidung auf ganz heißen Reifen gefällt wird. Heute das Duell der Duelle. Rot gegen Blau. Und in dem Fall kann man sagen, Rot ist eigentlich nur Kanonenfutter. So einfach wird sich Tybalt hier nicht geschlagen geben. Daher kann ich euch nur empfehlen, dranbleiben und das Rennen des Jahres live miterleben hier mit uns bei der Rasenschau. Das war's von uns heute für Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und halten Sie die Zipfelmützen gerade. Romeo und Julia.